Hallo, mein Name ist Philipp Horner. Ich bin aus dem Vodafone Group Team für Mobile Commerce und stelle euch heute auf der IFA unseren ersten virtuellen Laden zusammen mit Emmas Enkel vor. Wir haben eine Plattform gebaut, das ist eine technische Plattform, die auch für andere Läden laufen würde, wie man Virtual Shopping mit Virtual Payment kombiniert und auch unsere Coupon-Plattform Voucher Cloud integriert. Und das würde ich euch gerne einfach jetzt mal zeigen. Wir haben eine App gebaut für die IFA, das ist die Emmas Enkel App und mit der gehen wir jetzt einkaufen. Wir laden jetzt alle Bilder, es ist eine Bilderkennungs-App, die wir hier zeigen. Wir können aber auch NFC-basierte Apps und auch QR-Code-basierte Apps machen. Die Produkte werden dynamisch generiert, wir haben Algorithmen dahinter, sodass immer nur die Produkte gezeigt werden, die wir auch gut auf Lager haben. Je öfter wir ein Produkt haben, desto öfter wird es auch gezeigt. Ich kaufe mal exemplarisch ein paar ein. Ich scanne ein Produkt ein, gehe auf Einkaufen, vielleicht noch eine Cola dazu und dann gehe ich zum Warenkorb. Das geht sehr schnell. Kann noch Produktinformationen bekommen über die Produkte, die ich einkaufe. Und wenn ich sage, okay, das ist super, die Mengen passen auch, dann gehe ich zur Kasse. Der nächste Schritt, da wird ein QR-Code generiert, den QR-Code einscannen am Kassenterminal. Dann werden mir nochmal angezeigt, die Produkte, die ich eingekauft habe, ist es wirklich das, was ich möchte? Und wenn ich sage, ja, das ist es, dann gehe ich auf Jetzt bezahlen und bezahle mit der Mobile Wallet, mit SmartPass. Ich bekomme auch dann gleich die Information gepusht, okay, 2,45 Euro habe ich bezahlt, ich habe volle Kostenkontrolle und kann alles mit dem Handy machen. Also ich kaufe ein, ich bezahle, nur abholen muss ich selbst. Dann bekomme ich den Rezept und mit der Nummer, die gebe ich an der Packstation ein, kriege ich die Tüte, die ich jetzt eingekauft habe. Das ist Virtual Shopping auf der IFA. So, und vom Virtual Shopping kommen wir nun ins Real Life mit dem Abholcode, den wir uns vorhin generiert haben. Können wir den Einkauf nun hier in der Parkstation abholen. Ich gebe das Ganze hier ein. Und dann schauen wir nach. Ja. Alles drin. Cola, Kaugummis. Hat funktioniert. Das ist Virtual Shopping mit Vodafone. Herzlich willkommen hier auf der IFA. Emmas Enkel ist die Kombination aus einem klassischen stationären Nahversorger, nämlich einem Tante-Emma-Laden, mit dem mobilen Nahversorger, dem Smartphone, dem Internet. Somit habe ich als Kunde die Möglichkeit, auf allen Kanälen entweder in unserem Laden oder virtuell einzukaufen, über 4.500 Produkte, die ich mir aussuchen kann. Entweder hole ich die dann zu dem Zeitpunkt ab, wenn ich sie gerade haben möchte, bei uns im Laden, oder ich lasse sie mir zur Wunschzeit nach Hause liefern oder zum Vodafone Campus ebenfalls auch zur Wunschzeit. Diese Kombination zwischen Tradition und Moderne, zwischen Emma und Enkelgeneration, ist eigentlich das, was es ausmacht. Und ohne die Kombination und die Symbiose, die wir hier mit Vodafone zeigen, wäre es eigentlich nicht möglich, dass der Tante-Emma-Laden eine Renaissance und eine Wiederbelebung erleben kann.